Ich halte das Maul und mach weiter. Alter, hast du was geraucht? Nein, ich glaube aber du. Ich hoffe, ich werde jetzt den scheiß fränkischen Dialekt wieder los. Ich kann gar keine harten Vokale mehr sprechen. Nee? Nee. Aber dafür kannst du gut aufräumen. Ja, ich weiß. Ich mach's ja nicht, wenn schmuddelig ist. Mhm. Hast du ein Video? Mhm. Das ist super. Mein Video hat Tonbrüder. Das sagt mehr als 1000 Wörter. Genau. Der Meinung bin ich auch. Aber es schaut eigentlich ganz gut aus, wie du das machst. Ja, ich bin Profi. Ja, du bist Profi? Ja, Profi-Schlampe? Profi. Okay. Profi-Schlampe? Nein, ich bin Profi-Eiche. Profi-Eiche? Und was macht eine Eiche? Erzähl mal genau, was eine Eiche macht. Die bleiben auf, die darf man nicht ficken. Ah, gute Eiche. Ja, dann macht Onkel. Welcher Onkel? Der Onkel von der Eiche. Wer sonst? Die Eiche wohnt immer beim Onkel. Hast du schon mal eine Eiche erlebt und sagen, weil der Leute wohnen darf? Nein. Eiche wohnt immer bei Onkel Ibrahim oder so ein Scheiße. Der trifft sie dann wie Sau oder bei dem müssen die Küche aufräumen. Weil er denkt, er kann kochen, aber braucht so viel Geschirr, dass alles zu spät ist. Mit dem Geschirr wird komplett Indien, also zumindest der arme Teil von Indien, mindestens 2,5 Jahre kochen, okay? Und essen. Wir brauchen 18 Mal Geschirrspüler. Das Blöde wird, wenn wir nächstes Jahr nochmal hierher fahren, dann müssen wir nochmal irgendwie pauschal 400 Euro fürs Wasser zahlen. Jetzt habe ich den Martini ausgeschüttet, tut mir leid. Du Drecksau! Ja, ey, pass auf, Alter. Das war dein Aperitif. Guck nochmal, nach Drehung, dann wird aus Drehung Ecke. Ja, das Runde muss ins Eckige. Aus Kreis wird Ecke. Schaut es euch an, wieder den Arm gefressen. Da liegt nur die Salami rum, Gruzzi, fix, ey. Aber die Salami können nicht in die Spülmaschine, du Arsch. Du steck ich in die rein. Ja, super, das ist der ganze Schimmel. Erst verfaulte Eier fressen und jetzt verfaulte Schimmel oder genau. Schimmelsalami. Ja, ganz kurz festzuhalten. Er hat es heute mit. Ja, nennen wir es mal vergammelte Milch. Das waren ganz leckere Eier mit Buttermilch. Das gibt ein sehr feines Aroma. Das hat ausgeschaut, als hättest du da Mixi reingeschüttet. Hey, geh schon, Leute. Für was hast denn du Brettschein über die Scheiße? Und hier ist alles voll. Oh Gott, echt. Schaut euch die kleine Eiche an, wie ist sie sauber macht. Hast du eine Küchenschlampe, die den Scheiß normalerweise macht? Ja? Achso, okay. Schau mich mal an. Wie heißt Eiche? Da steht sie, Alter. Ey, ich bin voll der Krüppel, so muss ich sagen, halt, weil ich keinen Daumen habe. So geht's euch rum. Du kannst wieder was stechen. So. Und we have to call Paul, because his boat is sinking and burning. Oh, scheiße. Ja, übrigens, Mülltrennung in Holland. Perfekt. Sau geil. Das ist super, wenn man in einem fremden Land ist. Da muss man sich um die Zukunft irgendwie nicht sorgen. Man könnte jetzt auch einfach in die Amsten pissen und kacken. Völlig egal, scheiß drauf, wir werden da nie schwimmen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin da mal nicht das Fleisch lassen, immer die Scheiße. Und so macht eine Eiche sauber, lässt den Kühlschrank immer offen. Ach so, ja, klar. Nein, nein, nein. Energie rückt wieder. Nachdem man die Heizung auschecken, muss man immer 30 Minuten den Kühlschrank lassen, damit es wieder kalt wird in der Bude. Ist so. Ja, scheiße, Mann. Ja, hilft dir nix. Das ist voll heiß, Herrchen. Ich hau mir jetzt weg, Alter. Ja. Hey, kannst du meinen Kühlschrank aufmachen? Ich hab keine Kraft. Ja, das ist unser Kühlschrank, der wegen beschwerlich aufgeht. Okay, das war's. Jetzt hör halt auf, ich bin erstens und überhaupt hey, ja. Ich weiß, du bist ungeschminkt. Wir sind es ja schon gewohnt. Ich hab den. Eigentlich drückt der Ring auch gerade so. Was für ein Ring, wenn ich fragen darf? Was für ein Ring drückt? Der Ohrring. Der Ohrring? Warte mal. Erstes Ohr? Ja. Zweites Ohr? Da ist noch gar kein Ring. Meinst also, du etwa einen anderen der, Ring? Wohl der Penisring sein. Was, du hast einen Penisring? Den wollte ich am Flughafen auch schon. War total lustig, wie so ein Arsch, was hat der wohl gedrückt?
gedacht, ich krieg's als Gürtelschnalle durch. Das sind Freunde, das solche Freunde braucht keine Feinde. Ja. Vollkommen okay. Hey Philipp, du lebst noch da hinten. Ja, der genießt das. Das ist unser größter Nerd. Unser größter Nerd. Der kennt nichts anderes außer seinen Laptop und sein Handy. Ja, okay, und eine Dose Bier. Ey, du hast die Flirtesäule zugemacht. Scheiße, Mann. Warte, so liegt er da. Der faule Hund. Schaut ihn euch an. Da liegt. Alter, das haben alle gesoffen, nicht nur ich. Ja, und jetzt putz weiter, bevor ich ausrasten tue. Und hau dich mit dem Kochlöffel zusammen. Nee. Ich nehm die Bierdose. Das ist ein Profi. Jetzt ist doch aus. Jetzt lass doch mal aus. Hast du gehört? Lass doch mal aus. Kinder dürfen nicht mit Sachen spielen. Deswegen wurde ich immer dabei. Ich hätte jetzt auf dem Rücken, dass es süffig ist. Ja, genau. Leg mir deine Hand drauf. Ja, so kocht man. Das sind die Resteverwertung von den letzten 3 Tagen. Lecker. Gott. Sag mal, dass wir jetzt dann zu den Nutten fahren, weil du immer so nett kochst. Und so, schau dann, der Resteverwerter aus. Ich mag keinen Fisch, das stinkt voll. Kann das jemand anders da machen? Das riecht nicht anders wie eine alte, schöne Muschi, Alter. Ja. 3 Tage nicht gewaschen und alles gut? Oder wie das Arschloch von unserem Taxifahrer gestern. Ja, genau. Verruck! Aber du darfst mit dem Messer eigentlich nicht in der Pfanne, ne? Ich weiß schon, aber anders geht's ja nicht mehr raus, weil es so angebrannt ist. Weil der ja, Schuss. Aber wenn ich das dem Vollmorgen zeige... Der Vollmorgen wird nichts interessieren, weil wenn sein Geld ist... Ball, that was Herbie. Herb, bitte. Herb, ist an den fucking Amsterdam, darf man das nicht verniedrigen. Herbie, ja, Herbie. Don't call me Herbie. Don't call me maybe. It's crazy. Hey DJ. DJ. Hat dafür das gepisst oder ohne dich? Ich bin ein DJ. Oh Gott, echt. Was, der Tscheche. Der Quotentscheche. Meint er muss schwarz füllen, weil GEMA zahlt er eh nicht. Unglaublich. Was sag muss mal, ich? Sag mal was auf Tschechisch. Bist du bitte die Kurve stara? Du hast mich nicht beschimpft. Sag mal irgendwas wie Fischfilet auf Tschechisch oder so, wie klingt das? Ribi Fille. Was? Ribi Fille. Das heißt, der Ribi ist der Fisch. Oder? Ribi. 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 Ja, die Tschechen sprechen so und die verstehen. Ribi Fille.